Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei Gametainment. Es wird wieder reviewed bzw. getestet und heute schauen wir uns das Asus ROG Phone 2 an oder Asus ROG Phone 2. Das gute Stück jetzt eine ganze Zeit lang im Langzeittest gehabt und als Daily Driver genutzt, respektive als Smartphone, als Handy und eben als Gaming Machine, wofür es ja letztendlich gedacht ist. Kommen wir zum Design. So, schau mal. Also das Design ist, ich mache mal den Bumper ab. Ja, ich sage jetzt mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Ihr könnt es euch im Unboxing dann gerne auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Das verlinke ich euch hier nochmal. Es ist jetzt nicht unbedingt das Design, was jeder mag, aber es ist unfassbar funktional und mir persönlich gefällt es. Das Logo hinten, das leuchtet, wenn man im sogenannten X-Modus ist. Wir bleiben aber mal bei Design und Verarbeitung. Design, hatte ich schon gesagt, ist gewöhnungsbedürftig. Das mag man oder das mag man nicht, besonders wenn man sich dann so die Cam hier anschaut. Das ist halt Asus Design, mir persönlich gefällt. Das ist ganz, ganz, echt ganz nice. Und genannter Bumper ist auch mit dem Lieferumfang. Ansonsten als Daily Driver ist das Ding okay, es ist halt ein riesen Brummer mit seinen 5,59 Zoll plus Rand. Das passt halt auch schon nicht mehr so einfach in jede Hosentasche. Ansonsten ist die Verarbeitung einfach grandios. Sie ist einfach auf Top-Niveau. Wir haben für zum Zocken oder auch zum mal Netflix chillen zwei Stereo-Frontlautsprecher, aus denen noch richtig was rauskommt. Es gibt einen Fingerabdruckscanner im Display eingelassen, also so ein optisches Ding. Das wird dann auch jedes Mal beleuchtet. Das kann man dann sehen, wenn man das Gerät entsperren möchte. Oder man macht halt einen Smart Unlock, wie man das von Android kennt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin hier zu Hause mit den Koordinaten, kann man entsprechend einen Smart Unlock machen. Passt alles. So, wie schlägt sich das Ding jetzt als Daily Driver? Die Kamera ist, ja, okay. Also Front wie für normale Kamera hinten sind okay. So, die können nicht mit der Oberklasse mithalten. Ansonsten, ich habe jetzt einen direkten Vergleich beispielsweise mit dem iPhone. Da kann Asus nicht mithalten. Die Bilder sind bei gutem Licht auch gut. Oder sagen wir mal sehr gut, bei wirklich richtig gutem Licht. Sobald es aber ein bisschen zu wenig Licht wird oder auch letztendlich dunkel bzw. kein Sonnenlicht mehr, also es muss schon natürliches Licht sein, da sind die Bilder halt extrem gut, sobald das nicht mehr der Fall ist, reicht es aus, ja? Aber wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Grund zu sagen, okay, das kann ich nicht permanent als Daily Driver benutzen, weil es einfach zu schlecht ist, das funktioniert dann halt nicht. Ansonsten, das Ding ist solide. Solide Kamera, macht ganz gute Bilder, Schnappschüsse, ich sag mal, in Anführungsstrichen für einen Gamer absolut in Ordnung. Damit haben wir die Verarbeitung durch, die Kamera durch. Lass uns drüber sprechen, denn also Android 10 ist drauf. Die Features kennt jeder, der sich dafür interessiert. Also das Update für Android 10 wurde bereitgestellt und gab auch schon entsprechenden Security Patch. Das Einzige, was mich wirklich in Sachen Verarbeitung stört, ist so ein passiver Verarbeitungspunkt. Und zwar haben wir hier unten, ich gucke mal, ob wir rankommen, einen Daten- bzw. Multimedia-Port mit so einem kleinen Nupsi drin. Zum kleinen Silikon-Bumper-Nupsi zum Schutz. Und den sollte man am besten auch immer mal wieder reinmachen, wenn man aufhört zu zocken, denn da sind halt, das ist halt ein relativ großer Port, das ist ein guter Zentimeter. Wenn da was reinkommt oder was kaputt geht, wäre das echt blöd. So, das heißt, den muss man immer mal wieder reinfummeln. Rein geht, raus ist besonders mit kurzen Fingernägeln oder mit geschnittenen Fingernägeln echt ein Problem. Und es nervt einfach maximal. Das ist mein Kritikpunkt beim Asus ROG Phone 2 in Sachen Verarbeitung, Design. Das war es dann aber schon. Das Ding liegt super in der Hand. Also eine, ich sag mal, standardgroße Erwachsenenhand kann das Ding halt super mitnehmen. Ist echt nice. Abgerundetes Display ist für mich normalerweise auch ein No-Go, aber aufgrund von Displaygläsern, die ich normalerweise immer benutze, aber kann man auch mitleben. Ist auch okay. Kommen wir zum Gaming. So, 8 bzw. 12 GB RAM und ein übertakteter Snapdragon 855 Plus.
die müssen einfach performen, denkt man sich, und das ist auch so. Also ich hab jetzt getestet die 8 GB RAM-Variante mit 128 GB Speicher, erhältlich auch noch in höheren Ausführungen, entsprechend mit 12 GB und beispielsweise 512 oder, wenn ich mich recht entsinne, auch 1 Terabyte integriertem Speicher, denn eine Speichererweiterung ist nicht möglich, sollte aber absolut ausreichen. Befeuert wird der gute Snapdragon 855 Plus, Klammer auf, übertaktet, Klammer zu, von einem 6000 mAh Akku. Den muss man erstmal leer kriegen. Also der hat im Test einfach ewig gehalten. Das ist richtig geil. Und der hält auch ewig, wenn man das Gaming-Zubehör, was im Lieferumfang ist, mit reinnimmt, und zwar den Aircooler. Das ist halt wirklich einfach super geil. Das Ding kommt hier unten, sieht man, ein relativ breiter USB-C-Anschluss. Der wird halt aufs Endgerät draufgeklappt bzw. geschoben, und dann haben wir einen aktiven Kühler. Der hält das Gerät, und mein Referenzwert war jetzt PUBG Mobile bei 60 FPS, hält er das Ding bei 38 Grad, und das auch nach 3 oder 4 Stunden bzw. einmal 5 Stunden am Stück Streaming Gaming. Das heißt, ich habe dann auch noch mal eine Videoausgabe auf dem USB-C-Port hier, der hier ist. Da kann man dann entsprechend nochmal Video-Out nutzen und Klinkeanschluss für den Sound. Video-Out funktioniert tatsächlich nur auf dieser Unterseite, auf der langen Seite, auf dem USB-C-Port, sobald man ja am besten dann halt auch den Kühler dran hat. Auf dem seitlichen USB-C-Port, wo man lädt, geht es nicht. Da gibt es kein Video-Out. Dafür aber da auch wieder einen Headphone-Jack, also in Sachen Ausstattung ist das alles wirklich extrem cool. Dieses Gerät ist einfach der Knaller. Hinsichtlich Gaming bleiben da keine Wünsche offen. Einziger Wermutstropfen, den ich hatte, ist, dass mir einige Spiele relativ häufig abgestürzt sind, wenn ich Änderungen im systemeigenen, zeigen wir jetzt mal, im systemeigenen Launcher hatte. Also systemeigen meine ich einen Asus Launcher. Und dort kann man halt Profile hinterlegen, respektive, wir gehen es mal kurz durch. Was macht das Display? Läuft das auf 60, 90 oder 120 Hertz, was ich jedem nur ans Herz legen kann? Wie sensibel sind die Air-Buttons hier oben, die Air-Trigger? Hier sind Air-Trigger drauf auf der Seite. Die funktionieren einfach so extrem gut. Das macht einfach nur Spaß, damit zu spielen. Die Leistung kann man entsprechend einstellen. Das heißt, wir haben Gaming-Tuning, Hardcore-Tuning, gucken wir mal, ob man das einigermaßen einfangen kann. Ich werde euch da nochmal ein paar Screenshots einblenden. Kannst einstellen, wie hoch ist die CPU getaktet, Temperatursteuerung, wie soll der Lüfter laufen, ne? Wo soll er sich bewegen. Wechsel zwischen Netzwerken verbieten, das heißt, das Gerät roamt nicht hin und her, oder wenn er meint, das WLAN ist schlecht, geht er nicht auf die Mobilfunkverbindung zurück etc. Das ist einfach sexy. Genannte Air-Triggers, die ich jetzt gerade eben angesprochen habe, kann man für jedes Spiel einzeln konfigurieren. Dafür zieht man das Menü einfach, wenn man im Spiel ist, über die linke Seite ins Display rein und kann die Air-Trigger dahin legen, wo man sie haben möchte. So, das heißt, PUBG Mobile beispielsweise legt man sie auf Aim und Shoot. So, das heißt, man kann einmal zielen, einmal schießen, fertig. Die kann man halt wirklich komplett anpassen. Man kann die Kraft anpassen, die man entsprechend aufbringen muss, um zu drücken. Und das kann man wirklich alles sehr, sehr gut anpassen. Bedarf ein bisschen Konfiguration. Es dauert auch am Anfang ein bisschen, bis man sich da wirklich rangetastet hat. Ist das aber erledigt und hat man das einmal verstanden, dann ist das einfach genial. Dann macht es einfach Spaß, mit dem Asus ROG Phone 2 zu zocken. Ich hatte es eben schon gesagt, die Performance bricht hier einfach nicht ein. PUBG Mobile als Referenzwert lief Stunden um Stunden um Stunden inklusive Video-Out. Und das Ding, aufgrund der aktiven Kühlung, ist nicht über 38 Grad Kerntemperatur da raus. Das ist halt einfach geil. Und der 855 Plus, der taktet bis 2,96 GHz. Das ist einfach nur schmackhaft. Viele Spiele nehmen sich gar nicht die komplette CPU, die kommen nicht klar auf so viel Power. Und Downside hatte ich jetzt eben schon erwähnt. Mir sind ab und an schon mal Spiele abgestürzt. Ich habe es erst auf Android geschoben, weil man da dann doch durchaus mehr Absturzpotenzial hat. Ist aber nicht unbedingt immer der Fall gewesen. Also ich sag mal, ich konnte 2/3 der Fälle
über die Konfigurationssoftware lösen. Da war es Anti-Aliasing an, das hat man dann mal ausgemacht. Hat man ein bisschen CPU-Takt runtergenommen. Da muss man sich dann im Prinzip so ein bisschen wie an einem Gaming-PC ein bisschen rantasten, mit dem man übertaktet, mit dem man die CPU einstellt, mit dem man die Geschwindigkeit einstellt. Da muss man sich ein bisschen rantasten. Man muss ein bisschen Liebe mitbringen. Aber ich denke, so ein Ding holt man sich nicht, wenn man nicht ein Gamer ist und da auch mal ein bisschen drum spielen möchte. Insgesamt ist das Ding wirklich extrem sexy. Gut 800 Euro für die Variante, die wir hier getestet haben. Also 8 GB RAM und 128 GB ROM sind grundsätzlich ausreichend. Dadurch, dass dieser X-Modus, den man da startet, wenn man zockt, den Speicher immer bereinigt, hat man in der Regel genug Speicher frei, um seine Spiele zu spielen. Also daran wird es nicht scheitern. Die 12 GB RAM sind ein schönes Schmankerl nochmal, wenn man vor allem ein Multitasker ist, wenn man viel macht. Video-Editing auf dem Ding ist halt auch einfach wirklich sehr, sehr schmackhaft. Macht einfach Spaß, weil es groß ist und also ein großes Display ist mit 5,59 Zoll. Es ist ein 120 Hertz AMOLED-Display und es gibt nichts Besseres für eure Augen am Markt aktuell. Also die Konkurrenz kommt entweder maximal bis 90 Hertz oder hat 120 Hertz Displays, aber kein AMOLED, und da merkt man einen Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist wirklich, dieses Display ist einfach erhaben. Ich entsperre es nochmal gerade. Man kann es jetzt natürlich im Video nicht sehen. Dieses Display ist erhaben, das ist einfach unfassbar. Damit haben wir letztendlich mit einem starken Fokus auf Gaming das Asus ROG Phone 2 uns angeschaut. Design und Verarbeitung sind tadellos, bis auf den kleinen Nupsi, bis auf dieses kleine Teil, dieses kleine Gummiteil. Ja, was man aber da immer wieder reinstecken möchte in die Seite, damit das Gerät halt entsprechend geschützt ist. Denn bei 800 Euro für die kleine Variante oder eben auch mal schnell 12, 1300 Euro für die etwas größeren Varianten, da möchte man schon ein bisschen aufs Gerät aufpassen. Performance ist einfach über alle Maßen gigantisch. Da kann man nichts anderes zu sagen. Das Ding lässt die komplette Konkurrenz der Gaming-Phones einfach im Nichts zerplatzen. Also es ist einfach der übertaktete 855 Plus mit entsprechend Arbeitsspeicher. Gibt es zwar auch in anderen Geräten. Ich spreche jetzt beispielsweise vom Nubia 3S, hat auch den 855 Plus drin. Hier ist der 855 Plus übertaktet drin, aber ich habe ein 120 Hertz AMOLED Display und das rechtfertigt dann durchaus ein Side-Grade oder Upgrade aufs Asus ROG Phone 2 oder ROG Phone 2. Der Akku hält einfach ewig. Also im normalen Daily Doing bekommt man den in ein, zwei Tagen nicht leer. Man muss schon ordentlich zocken und am besten auch mit dem Aircooler zocken, dass man da tatsächlich mal den Akku ein bisschen platt bekommt. Und ist der Akku platt, erledigt Fast Charge seinen Job halt extrem gut mit dem originalen Netzteil. Was ein ganz schöner Brummer ist tatsächlich, lädt man innerhalb von einer Viertelstunde wirklich so viel nach. Das Ding ist so schnell auch wieder komplett voll. Stört einen da nicht. Und beim Streamen wie bei mir, ich habe es halt für Streaming auch mal benutzt, um die Langzeit-Performance da mal rauszubekommen, da lädst du einfach ja permanent bei. Egal auf welchem Status du bist, egal wie hoch die CPU taktet, wie hell das Display ist, das Ding wird einfach nicht leer. Doch das Ding lädt immer bei, das heißt Fast Charge hier. Mit dem originalen Netzteil haben wir es natürlich immer nur getestet. Passt einfach perfekt ins Gesamtbild. Das Ding ist einfach meisterhaft. Das gibt einfach nichts daran, was man als Gamer nicht haben möchte, ehrlich gesagt. Es ist ein schönes, breites Display. Man kann darauf super Serien und Filme gucken. Die Stereo-Lautsprecher tun dann entsprechend ihren Job. Das Ding ist einfach super. Das heißt, es ist teuer. Design ist geil. Ich persönlich finde das Design halt super. Das muss man halt sehen, ne? Wer das Design nicht mag, ja, muss mal gucken, ob man da Abstriche macht. Aber der übertaktete Snapdragon 855 Plus samt dem konfigurierbaren 120 Hertz AMOLED Display suchen seinesgleichen und es gibt in der Konkurrenz nichts, was dort, ja, Wiederholung, konkurrenzfähig wäre. Und damit schließt das Ding hier wirklich mit meisterhaft für die Gaming Community ab. Gaming, Video Editing etc., also alles das, was vielleicht ohne die Kameras auskommt, was im Daily Doing, sind einfach überragend. Das Ding
ist einfach ein Performance-Beast. Kamera ist, wie ich jetzt eben sagte, okay, aber mehr auch nicht. Also Schnappschüsse am besten auch mit natürlichem Licht und viel natürlichem Licht sind in Ordnung. Bei nicht natürlichem Licht wie starken Lampen oder wenn ich jetzt hier im Studio sitze, sind die Fotos auch nicht mehr so gut. Ein bisschen verrauscht halt. Und sobald es dämmert bzw. dunkel wird, ist eh ganz vorbei. Da ist die Konkurrenz vorne. Aber ehrlich gesagt, dafür hole ich mir kein Asus ROG Phone oder ROG Phone 2. Ich hole mir ein Gaming Phone, um damit zu zocken. Und das tut es einfach nur fein. Das Unboxing verlinke ich euch auch nochmal über diesem Video hier im Artikel. Dann seht ihr, was alles dabei ist, wie das Ganze ausschaut und den First Boot. Ein paar Screenshots aus dem Tool packe ich euch auch nochmal entsprechend rein, dass man dieses Asus Tool da nochmal sehen kann. Das ist wirklich, das ist einfach wunderschön. Also die Asus Armory Crate, das ist die Software. Können wir jetzt hier nochmal launchen. Das sieht halt einfach super geil aus. Armory Crate gestartet, dann sieht man seine Spiele entsprechend und kann für jedes Spiel ein entsprechendes Profil hinterlegen. Mache ich euch nochmal ein paar Screenshots. Aber insgesamt, dieses Ding ist der Knaller. Ich möchte es nicht mehr hergeben, ich muss es jetzt wieder hergeben. Und hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Bei Fragen einfach melden, Daumen hoch, wenn es euch entsprechend gefallen hat, Daumen runter. Aber auf jeden Fall mit Kommentar, wenn es euch nicht gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gametainment sagt,